sehr gut aus. Die Geschichte fängt bei den beiden an. Also ich glaube, der Ursprung liegt tatsächlich bei den beiden. Ja, da kann ich doch mal einen rausgesprochen. Nee, da würde ich sagen, bei den ganz äußern. Nein. Song gemacht, Domenico und ich, vor einem Jahr circa haben wir den schon produziert. Naja, und der lag schon länger eben in der Schublade und es gab aus unserer Sicht jetzt einfach keinen besseren Zeitpunkt, den auch zu veröffentlichen. Spätestens nach den Attentaten von Paris haben wir gesagt, muss jetzt raus, und haben wir ziemlich schnell reagiert. Steve aus verschiedenen Zusammenarbeiten in Videoform gut kenne und wir schöne, tolle Videos gemacht haben, verstärkt im letzten Jahr, haben wir gesagt, okay, es wäre doch jetzt mal der Zeitpunkt, das ganze Projekt auch wachsen zu lassen. Und dann habe ich über ihn Marvin kennengelernt und ja, jetzt stehen wir am Ende des Videodrehs und ich, ohne die Sachen gesehen zu haben, glaube ich, das ist eine super tolle Entscheidung war, es ebenso zu machen. Wir freuen uns auf das Endergebnis. Dankeschön auf jeden Fall an jedes einzelne Teammitglied. War auf jeden Fall ein harter Tag. Ich glaube, härter als wir uns das alle irgendwie am Anfang gedacht haben. Ja. Hauptsächlich auch wegen der Kälte. Aber ich könnte schon wieder. Sowieso knapp zu Pensel. Nie wieder mit dir in diesem Jahr. Aber er ist schade, weil er versteht uns ja nicht. Aber ja, genau. Vielleicht sag ihm, wir haben gesagt, er hat eine rote Nase und sieht aus wie ein Clown. Sembra un clown perché c'è il naso rosso. È quello che abbiamo detto tutto il tempo. Sì, sì. Babbo Natale. Thank you.
allem als Spirit tausendmal unterstreichen will, ist halt, dass jeder Einzelne hier motiviert, engagiert und das kann man glaube ich auch sagen, ehrenamtlich am Werk war für diese Sache, weil alle an dieses Projekt glauben. Und das ist wirklich die News, die ich unterstreichen möchte tausendfach und mich im Namen aller, denke ich, bedanken will, dass es so gut geklappt hat und es war wirklich richtig geil und ja, das ist toll. Das findet man nicht alle Tage. Dankeschön. Make love, not war, würde ich sagen.